Willkommen zum Finale von Pokémon Snap. Ein sehr kurzes Spiel, das habe ich ja schon angedeutet. Wir haben die letzte Strecke freigeschaltet, indem wir alle 6 Pokémon-Zeichen auf den anderen 6 Strecken fotografiert haben. Hier wartet das letzte Pokémon, das 63. Pokémon. Oder eigentlich das 151. Aber naja. Ja. Die Farbenwolke. Eigentlich ist es die Regenbogenwolke und wir sehen jetzt hier schön diese ganzen Sternzeichen von den Zeichen, die wir fotografiert haben. Ja, und hier wird jetzt ein Pokémon erscheinen. Es gibt hier nur ein einziges Pokémon, da ist es. Mew. Und Mew hat so ein Schutzschild, da kann ich nicht durch fotografieren. Deswegen muss ich das erstmal zerbrechen. Und na, bleibst du wohl stehen? Ich muss ein paar Räucherbälle draufwerfen, irgendwann kriege ich es dann. Und das will das auch immer wieder aufbauen. Ich muss das also schon ein bisschen geschickter machen. Uha. Das geht immer noch nicht. Es ist gar nicht einfach, das zu treffen, wenn es diesen gelben Schild hat und auf mich zugeflogen kommt. Okay, diesmal aber. Es kann auch sein, dass ich das jetzt nicht beim ersten Durchgehen durch die Strecke schaffe. Verdammt. Ja, das fühlt sich immer ganz komisch an. Man denkt immer, es geht eigentlich woanders hin. Okay, der gelbe Schild ist zerbrochen. Jetzt läuft es da seinem Schild hinterher. Ja, wir haben Mew fotografiert. Im Grunde haben wir es jetzt geschafft. Ich kann es natürlich nochmal fotografieren. Ich kann es nochmal versuchen. Reagiert das auf Äpfel? Ich weiß es gar nicht. Ne, die Äpfel fallen ja auch einfach durch die Wolke durch. Und ja, mit Äpfeln werfen ist auch nicht so schlau. Kann ich das Mew eigentlich abwerfen? Will ich eigentlich gar nicht. Aber ich muss die Pokéflöte ein bisschen eher spielen. Als ob das kein Treffer war. Das Ding ist genau durch mich durchgeflogen. So, wenn es jetzt verschwindet, spiele ich schon mit der Pokéflöte. Ja, besser kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Wir können ja auch nicht schneller durch. Ich glaube, die Strecke ist sogar unendlich. Kann das sein? Oh, dieses Smogon. Sieht richtig gut aus. Da ist Tragosso. Hier ist Dictry. Da ist Pinsir, Kingla, Mewtwo. Die Zeichen, die wir fotografiert haben. Na gut, das habe ich jetzt wirklich daneben geworfen. Ah ja, und da ist der Ausgang. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist mir so süß. Aber gut, wir haben es geschafft. Das war die Regenbogen- oder die Farbwolke. Und damit haben wir Pokémon Snap beendet. Ja, und ich sehe schon, es läuft ja sehr gut hier. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das erste Bild noch das Beste ist und danach werden alle hässlich. Ist egal. Ja. Wow. Ist das nicht Mew, das seltene Pokémon? Mew, das seltene Pokémon, bringt 2500 Punkte. Wie groß ist die Abbildung? Klein. Du warst nah dran. Ja, mehr kriege ich dann auch nicht dafür. Okay. Warte. Wir gehen zurück ins Labor. Willkommen zurück. Sagt ihr noch irgendwas Besonderes? Ja, du hast den Pokémon-Report vervollständigt. Delo, du bist ein sehr guter Pokémon-Fotograf. Gratuliere.
Ich glaube, jetzt kann ich dir nichts mehr beibringen. Vertraue deinem Gefühl und fotografiere, wenn du ein tolles Motiv vor dir im Sucher hast. Obwohl es nach sehr viel Arbeit aussah, ging die Erforschung der Pokémon-Insel zügig voran. Hier disst sich das Spiel jetzt selber und sagt, ich bin so kurz. Naja. Ich schätze deine Hilfe sehr. Danke, wir sehen uns später. Bis bald. Ja, damit haben wir Pokémon Snap geschafft. Das war jetzt ein sehr kurzer Part. Ist in Ordnung. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir lassen jetzt noch die Credits laufen. Es ist halt ein kleines Projekt gewesen. Das ist ein kleines Spiel. Es war einfach so... Eigentlich war das einfach nur so ein Fotoabenteuer, das, ja, entwickelt wurde. Und dann hat man irgendwann noch Pokémon hinzugefügt und dadurch wurde das erst zu einem richtigen Spiel. Denn, ja, also jetzt irgendwie durch die Gegend fahren und irgendwelche Sachen fotografieren, fände ich jetzt auch nicht so spannend. Aber mit Pokémon ist es schon ein bisschen cooler. kein Drama. Ja. Sind das Bilder, die ich gemacht habe? Oder sind das allgemein Bilder? Das kommt mir schon bekannt vor. Ich weiß noch nicht, was ich von New Pokémon Snap halten soll. Wir wissen ja nicht mal, wann das erscheint. Ich denke eher 2021 als 2020. Aber vielleicht auch noch Ende des Jahres, ist ja auch möglich. Ich werde es auf jeden Fall spielen, so viel ist klar. Aber ja, ich hoffe schon, dass es ein bisschen länger ist. Und das Gute ist natürlich, dieses Spiel sieht ja schon sehr schön aus. Also für ein Nintendo 64 Spiel finde ich das wirklich sehr liebevoll gestaltet. Aber auf der Switch wird Pokémon Snap unglaublich gut aussehen. Da, also ich erwarte Unterwasserpassagen, ich erwarte Passagen, die durch den Himmel gehen, mit hunderten Flug-Pokémon. Sowas erwarte ich. Ich denke, meine Erwartungen sind ein bisschen hoch. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja so kommen. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf dem Kanal läuft derzeit ja noch Pokémon Renegade Platinum. Und heute beginnt oder hat schon begonnen Paper Mario and the Origami King. Das heißt, es wird jetzt auch nach dem Projekt erstmal nichts anderes kommen. Ich lasse ja immer zwei Projekte laufen. Ich hoffe, ihr habt daran gefallen. Und ja, Pokémon-Projekte kommen sowieso immer wieder. Und noch andere Projekte. Nur derzeit läuft eben schon sehr viel. Okay, ich lasse die Credits ablaufen und bin raus. Für euch noch, wie immer, nur das Beste.